New York, Yonkers, 2. September 1997. Senila Greis freit jüngere Frau. Es ist eine Konstellation, wie sie von Lustspieldichtern und Opera Buffa-Komponisten oft und gerne auf die Bühne gebracht worden ist. Was uns im Theater amüsiert, kann sich im wahren Leben jedoch zu einer menschlichen Tragödie von erschreckendem Ausmaß entwickeln. Ein trauriges Beispiel ist Sir Rudolf Bing, der autokratische Grand Seigneur, der 2 Jahrzehnte lang die Geschicke der New Yorker Met geleitet hat. Das Drama beginnt 1987, als der 85-jährige Bing zum 2. Mal den Bund der Ehe schließt. Dabei ist es nicht nur der eklatante Altersunterschied, der die Beziehung zwischen dem früheren Intendanten des legendären Opernhauses und der 37 Jahre jüngeren Carol Douglas zu dem macht, was die New York Times eine Farce nennt. Bing ist an Alzheimer erkrankt und auch die Braut bringt mentale Probleme mit in die Ehe, darunter einen in einer psychiatrischen Anstalt behandelten Hang zu wesentlich älteren Männern. So soll sie angeblich beabsichtigt haben, dem Papst einen Rolls-Royce zu schenken. Gleich nach der Hochzeit brechen die Frischvermählten auf zu Luxusreisen. Der bereits demente Sir Rudolf ist eine bekannte Persönlichkeit der internationalen Kulturschickeria. Auch deshalb widmet sich die Boulevardpresse genüsslich den Eskapaden des unzurechnungsfähigen Paares. Die Justiz tritt auf den Plan und annulliert die Ehe. Die Umstände vor, während und nach der Trennung sind bis heute nicht völlig geklärt. Eines ist sicher. Am bitteren Ende wird von Bings Vermögen nichts mehr übrig geblieben sein. Die letzten Lebensjahre vegetiert der Opernmanager, der es in seiner Glanzzeit auf das Cover des Time Magazine gebracht hatte, in einem bescheidenen Altersheimzimmer in der Bronx. Am 2. September 1997 stirbt Sir Rudolf Bing, 95-jährig, im St. Joseph's Hospital in Yonkers.